Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss eine Pizza ausliefern. Pizza Dwight am Start heute. Medikit ist da und folgendes Setup ist übrigens auch da. Balance Landing, eiserner Wille, selbstsicher und Taps Verdacht. Und wir warten mal ab, ob wir hier überhaupt die Aufgabe fertig machen können, die wir fertig machen wollen. Und meine Nase kitzelt gerade, also falls ich mich gleich kurz muten muss, Leute. Oh, da hinten kommt der Bengel. Ich werde mal hier hochrennen. Oh. So, wird sie jetzt gejagt? Ah, sieht so aus. Oh, ja. Das sieht nicht nur so aus, das, oh, hört sich auch so an. Dürfte mich hier nicht gesehen haben. Und da rennt er auch direkt wieder weg. Okay. Ach, er hat Ruin dabei. Oh. Wurde mir nicht angezeigt, weil sie nach mir noch dran war. Alles klar. Ja, Balance Landing auf der Map ist schwierig. Ich könnte hier hoch, ich könnte ganz hinten hoch. Ich könnte, obwohl zwischendurch kann man auch ab und an mal hoch. Doch, vielleicht kann ich sogar mit Balance Landing hier arbeiten. Mal schauen, ich soll ja nur dreimal aus einer Höhe runterfallen. Ich muss ja nicht jedes Mal Balance Landing dabei zünden. Ich könnte ja auch irgendwo runterspringen. Und Balance Landing ist schon benutzt worden oder so. Das geht auch. Aber gut, trotzdem, mal gucken. Die Jagd wird bestimmt kommen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir bestimmt nochmal gejagt werden von der Fäule. Nun gut, okay. Wir haben keine Obsession dabei. Das bedeutet kein Strike. Sind wir mal gespannt, wie die Runde so wird. Erster Generator noch nach gut 2 Minuten fertig. Kann man mal machen. Da hinten ist ein Totem. Ich würde sagen. Oh ja. Okay. Da kann ich wenigstens jetzt mal direkt das erste Mal hier runterspringen. Jo. War die Jagd schon beendet? Bin mir gerade unsicher, ob die Jagd schon vorbei war in der. Ah, das wäre ärgerlich. Okay, ich gehe noch mal nach oben. Die liegt. Oh ne, doch nicht. Ich dachte, die hätte. Okay, ich dachte, die hätte hier ihr an dem Generator gearbeitet, ehrlich gesagt. So, wo war jetzt. Wo war jetzt das erste Totem, Leute? Es wurde mir doch hier oben ein Totem angezeigt. War das vielleicht hier sogar? Nee. Okay. Ah, hier oben. Oh, guck mal. Es wurde gerade schon verfluchtes Totem gemacht. Und wir machen jetzt gerade noch ein verfluchtes Totem. Vielleicht ist es die allseits beliebte Unsterblich-Ruin-Kombination. Wäre nicht das erste Mal, dass wir die jetzt zu Gesicht bekommen. Aber zack, das nächste leuchtende Totem ist weg und Ruin ist weg. Oh, hallo. Darf ich sie befummeln? Nice. Das freut mich. Okay, ich glaube, dass das hier nicht gezählt hat, ehrlich gesagt. Schade drum. Aber gut, wir reparieren hier oben den Generator. Und wenn er hier hochkommt, hoffe ich, dass die Verfolgungsjagd lang genug ist, damit ich diesmal durch Balance Landing abhauen kann. Ach, die durchsucht eine Kiste, ne? Er kommt. Oder? Ist gerade ziemlich genau unter mir. Oh. Ah, shit. Kriege ich nicht weg. Ah, bitte. Schon wieder entkommen. Geht schneller, als man denkt. Miau. Okay, das war jetzt schon mal mein Balance Landing. Ich renne hier oben rum.
Er kann da durch. Oh! Aua! Das war aber nicht nett. Blöd, Mann. Ah! Nein, 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 nein! Ich bin hängen geblieben. Ja, das war ärgerlich. Ich wollte losrennen, aber ich bin an diesem blöden Gabelstapler hängen geblieben. Oh, hier hätte ich noch so ein bisschen Zeit rausschinden können, weil er sowieso in seiner Fähigkeit war. Na gut, ich hing ja noch nicht. Von daher alles gut. Und ich glaube, ich bin jetzt zweimal runtergefallen. Ja, hätte ich besser spielen können, muss ich sagen. Mich relativ früh vom Haken genommen. Oh, fuck. Nein. Okay. Oh, die andere wurde erwischt. Ich bin ehrlich davon ausgegangen, dass ich jetzt weggetunnelt werde. Okay, wir heilen uns eben schnell hoch mit dem Medikit. Das soll da einmal drin sein. Und dann... Zack. Und dann sind wir wieder bei voller Gesundheit immerhin. Wie sieht's denn hier oben aus? Arbeitet da jemand oder ist da... Nee. Ist überhaupt niemand dran. Oh, er kommt. Damn. Okay, das dürfte jetzt aber das dritte Mal gewesen sein. Ist gar nicht hinter mir her. Okay. Ja, vielleicht kann ich dann den Gen machen. Okay, nice. Also, zwei Generatoren sind fertig. Oh, der ist ja komplett zurück. Naja. Okay. Was will man machen? Da hinten der nächste Generator. Sehe ich noch irgendwo Totems? Nee. Oh, hier ist der Keller. Das ist aber unsexy. Auf Keller-Action habe ich gar keinen Bock. Oh, die ist tot. Okay, erste Person RIP. Drei Generatoren sind fertig. Nach 7,5 Minuten ungefähr. Da hatten wir schon die ein oder andere Runde, die ein bisschen was schneller fertig war. Na gut. Möchte mich nicht beschweren hier. Okay, dann rennen wir mal wieder weg. Dürfte mich nicht gesehen haben. Geh weg, hier gibt's nichts zu sehen. Oh, er guckt nicht in der Ecke, nice. Ah, Schwein gehabt. Er kommt zurück. Ne, ich bleib hier noch einen Moment. Meine Ausdauer ist gleich auch schon wieder weg. Okay. Rennen wir wieder nach oben. Los, Leute. Mach doch nochmal einen Gen fertig hier. Ich bin, naja, nee, eigentlich... Ich wollte schon sagen, ich bin auch einigermaßen weit, aber ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Naja, gut. Okay, es hat aber gut funktioniert mit Balanced Landing hier. An der Stelle. Ist doch stärker auf der Map, als ich irgendwie dachte. Es gibt auch mehr Möglichkeiten, runterzuspringen, als ich am Anfang gedacht habe, aber... In den einzelnen... Dingern sind ja auch immer noch diese Gänge nach oben. Ich glaube, er jagt einer anderen Person hinterher. Okay, ich zieh durch. Ich versuche zumindest durchzuziehen. Wenn er... Oh, nice. Wenn er jetzt natürlich kommt, habe ich ein Problem. Aber jetzt sollte ich es auf jeden Fall hinkriegen, ja. Sollte klar gehen. So. Ich habe selbstsicher. Deswegen renne ich jetzt einfach mal los hier. Solange ich keine Spuren hinterlasse.
Komm schon, geh weg. Okay, er rennt weg. Ah, shit, er hat die Person noch erwischt. Okay, vielleicht kann ich... Aber kein Nöd, oder? War eine Fähigkeit gerade. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mal, den Ausgang hier zumindest auch fertig zu kriegen. Oh, die Person hängt zum allerersten Mal. Oh, er kommt zu mir. Shit, ich zieh durch. Drüben wurde gerettet. Nice. Nicht getroffen. Ah, gib mir nochmal ruhig einen Schlag. Na doch, dann nicht halt. Und die anderen sollten eigentlich auch genügend Zeit gehabt haben, dass sie auch wieder rauskommen, hoffe ich. Die Daumen sind gedrückt, ey. Oh, die Runde. Die Runde hat doch nochmal irgendwie so einen Twist gemacht, oder? Also ich habe irgendwie am Anfang nicht mehr damit gerechnet, dass es was wert. 23.995, ja, nehmen wir mit. Schöne Runde auf jeden Fall. So, genau. Ach, er hatte sogar noch Pop Goes the Weasel dabei. Oha. Das ist schon krass. Ich meine, du nimmst so Ruin und Unsterblich mit, was ja auch teilweise schon Ewigkeiten halten kann. Und dann nimmst du noch Pop Goes the Weasel mit, ey. Okay, der hat es wirklich ernst gemeint. 100% Offerung. Oh, nice. Ehre geht raus. Dankeschön. Hier auch nochmal der eine Mate hat einen rausgehauen. Alles klar. Ja, Leute, war doch eine schöne Runde. Habe ich das hier geschafft? Yes, okay. Sehr gut. Sichere Landung. Können wir auch wieder noch eine neue Herausforderung wählen. Ja, schönes Ding. Dwight, pretty good job so far. Ich hoffe, die Pizza ist noch warm, Leute. Und ich wünsche euch guten Hunger mit dieser wunderbaren Pizza. Dankeschön fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Ich freue mich wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht ihr euch noch einen schönen Tag. Danke an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Danke an Tossi, Melanie und Granini. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein.